Hallo und herzlich willkommen zu meinem Wie man seine Drohne wasser- und wetterfest macht Tutorial. Hierfür benötigt man Isolier- und Schutzlack T7, Plasti-Dip, das normale und die Sprühdose, außerdem eine Atemschutzmaske, Schutzhandschuhe und Malerklebeband. Bevor man anfängt, sollte man die Drohne auf Funktion testen. Außerdem müsst ihr euch informieren, ob euer Flight Controller ein Barometer hat, das ihr vorher abkleben müsst. Wie ihr sehen könnt, habe ich meine Drohne schon vorbereitet, habe sie auf ein Stück Karton gelegt und alles, was nichts von dem Lack abbekommen soll, abgeklebt. Die Brushless-Motoren sind von Natur aus wasserdicht, deshalb habe ich sie wieder in die Verpackung gesteckt, damit sie sauber bleiben. Alternativ könnt ihr sie in Zeitungspapier oder ähnliches wickeln und mit einem Stück Klebeband sichern. Alle Steckverbindungen, die noch benötigt werden, sind entweder abgeklebt oder die Kabel stecken, damit der Lack nirgends hinkommt, wo er nicht hin darf. Außerdem abgeklebt sind die Antennen bzw. deren SMA-Verbindung und der XT60. Für die USB-Ports gibt es bei Amazon kleine Gummistöpsel. Bevor ich zu lackieren anfange, habe ich noch alles gründlich mit Alkohol und einer Bürste gereinigt. Also, wir sprühen 3 Schichten Schutzlack auf und dann 2 Schichten Plasti-Dip. Und ein kleiner Tipp noch: Wenn man Freitagnachmittag mit dem Lackieren anfängt, sollte bis Sonntagnachmittag alles fertig sein. Ein Wochenende mit schlechtem Wetter ist dafür gut nutzbar. Ich lackiere 3 Schichten Schutzlack. Jede Schicht lasse ich etwa 2 Stunden trocknen. Außerdem kontrolliere ich nach einer halben Stunde, ob ich genug aufgesprüht habe, beziehungsweise dass ein Großteil des Lacks nicht einfach runtergeflossen ist, und sprühe gegebenenfalls etwas nach. Die 3. Schicht lasse ich möglichst über Nacht trocknen. Am nächsten Tag beginne ich dann, die Unterseite genauso zu lackieren. Dies sollte bis zum Abend dann schon trocken genug sein, um mit dem Plastidip anzufangen. Davon sprühe ich 2 Schichten auf und mit jeweils 2 Stunden Pause. Auch hier kontrolliere ich nach einer halben Stunde, ob es schön deckend aufgetragen ist, und sprühe nach, falls irgendwelche Lücken entstanden sind. Nach der 2. Schicht lasse ich über Nacht trocknen. Am nächsten Tag besprühe ich dann die andere Seite der Drohne mit Plastik. Nach der 2. Schicht lasse ich alles nochmal etwa 4 bis 5 Stunden trocknen. Mittags oder nachmittags, je nachdem wann ich angefangen habe, kann ich also anfangen, alles auszupacken und die Drohne fertig zu bauen. Hier gebe ich noch einen Tropfen Plasti-Dip auf alle Verbindungen, die noch nicht abgedichtet wurden.
Außerdem dichte ich noch die Linse der Kamera ab. Die Tropfen sollten nach einer Stunde trocken genug sein, um alles fertigzustellen. Ich hoffe, dass ihr es gut hinbekommen werdet, dann werdet ihr sehr lange Freude an eurer wasserdichten Drohne haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen.